Heute Morgen war es ruhig an den Haltestellen in Cottbus. Die Schienen hatten Pause und auch die Busflotte von Cottbus Verkehr blieb im Betriebshof. Die Mitarbeiter des Verkehrsbetriebes haben gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hat dazu aufgerufen. Sie vertritt die knapp 3000 Bus- und Straßenbahnfahrer in ganz Brandenburg. Bereits gestern haben die in Frankfurt oder die Arbeit niedergelegt. Morgen ist das dann auch in Brandenburg an der Havel der Fall. Verdi fordert eine Anhebung des Stundenlohns um 1,80 Euro. Das entspräche knapp 15% mehr im Monat. Also die 15% erscheinen hoch. Wenn man aber bedenkt, dass wir hier mit 11,70 Euro eine Verkäuferin oder eine Helferin im Markt, Norma bei mir im Heimatort, hat 11,50 Euro die Stunde, dann ist 11,70 Euro wenig. Und wir sind im Vergleich in der Bundesrepublik die rote Laterne. Und deshalb werden wir von den 1,80 Euro nicht sehr weit abrücken können. Bei der ersten Verhandlungsrunde am 18. Januar konnten sich Gewerkschaft und der Kommunale Arbeitgeberverband nicht einigen. 8,2% mehr plus die Anhebung von Feiertags- und Wochenendzuschlägen seien zu wenig. Dass dennoch schon so früh gestreikt wird, hält man aber für gerechtfertigt. Ja, ist vielleicht nicht ganz so üblich, aber wir haben uns diesmal gedacht, wir haben Ferien und wir wollten am Anfang nicht gleich den Schülerverkehr treffen. Und deswegen habe ich meine Tarifkommission gebeten, lasst uns in den Ferien anfangen, auch wenn es nach der ersten Tarifverhandlungsrunde ist. Wir haben Ferien, wir schaffen den Schülerverkehr nicht gleich mit ins Gefecht und wir haben ja auch sehr rechtzeitig angemeldet. Wir haben vorigen Freitag, also fast eine halbe Woche vorher, den Streik angemeldet, sodass sich auch die Bevölkerung einstellen sollte. Wir wollen ein Signal setzen. Cottbusser mussten also zusehen, wie sie heute Morgen zur Arbeit kommen. Das Fahrrad war für so manch einen wohl keine Option. Womöglich sehen wir die Bilder von leeren Haltestellen schon bald wieder. Morgen gehen die Verhandlungen weiter. Sollte man sich dann wieder nicht einigen, sind weitere Streiks nicht ausgeschlossen. Zunächst läuft aber alles wieder so, wie man es sich wünscht. Um Punkt 9 Uhr wurde der Warnstreik beendet und nach kurzer Verzögerung konnten alle Linien ihren gewohnten Fahrplan wieder aufnehmen.